Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr schon seht, dreht sich heute alles um die wundervollen Panoramastanzen von Charlie und Paulchen. Davon haben wir eine ganze Menge im Shop und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde euch in den nächsten Tagen einige wunderschöne Bastelbeispiele mit den Panoramastanzen zeigen und ich hoffe, euch gefällt das, was wir da ausgesucht haben und vielleicht findet ihr auch die eine oder andere Anregung. Wir starten heute mit einer besonderen Karte und zwar mit einer Schaukelkarte. Dazu braucht ihr Kreise. Diesen Kreis habe ich ausgestanzt. Der hat jetzt ein Maß von ca. 14 cm. Ihr könnt natürlich auch größer oder kleiner wählen, aber das ist ein optimales Maß. Das habe ich hier mit diesem Kreisschneider geschnitten. Den bekommt ihr überall ganz günstig im Internet zu kaufen. Und dazu einen Aufleger mit einem Durchmesser von 13 cm. Also das untere 14 und der Aufleger mit dem Design Cardstock in 13. Dann braucht ihr noch zwei kleinere Kreise. Das sind dann unsere Aufleger. Der hat jetzt ein Maß von 9 cm. Und der kleine Kreis ist 8 cm. Die werden übereinander geklebt. Und ich habe hier den Design Cardstock Stone Effect Meeresblau verwendet. Wen das interessiert. Und wir fangen an mit den Stanzen, die ich heute verwende. Den kleinen Angler. Dann kommt zum Einsatz die kleine Stadt am Meer. Davon benutzen wir einen Teil. Dann das Trauerduo mit einem zauberhaften Boot und diese entzückenden kleinen schwimmenden Entchen. Und die möchte ich heute mit euch verbasteln und euch zeigen, was ihr für eine tolle Grußkarte machen könnt. So, jetzt werden erstmal diese beiden Kreise übereinander geklebt. Also der kleinere auf den größeren. Ihr könnt da natürlich alle möglichen Cardstocks dafür verwenden, die ihr gerne verwenden möchtet, je nachdem, was man eben auch bastelt. Da wir heute eine maritime Karte basteln, wie gesagt, habe ich den Cardstock so ein bisschen abgestimmt. Und da habe ich, wie gesagt, auch farblich jetzt sehr zurückhaltend gearbeitet. Also eigentlich nur mit Weiß und verschiedenen Blautönen. So, also wenn ihr die beiden Kreise zusammengeklebt habt. Noch ein Hinweis zu dem kleinen Kreis. Also der innere Kreis, und zwar der dunkelblaue Cardstock, Meeresblau, der sollte nicht größer als 8 cm sein, damit der also passend abgestimmt ist auf das Panorama, was wir verwenden wollen. Ihr bräuchtet jetzt hiervon die Mitte und wir müssen das Ganze jetzt einmal in der Mitte falzen. Ich zeige euch hier mal einen kleinen Trick, so wie ich das immer mache. Natürlich müsst ihr da vorsichtig sein. Ich lege mir einfach ein Lineal als Richtlinie hin, wo die Mitte ist. Dann erspart ihr euch die Messerei. Und dann drücke ich das ganz langsam zusammen. Ist ja ein etwas dickerer Cardstock, den ich hier verwendet habe. Und drücke mir hier in der Mitte erstmal die Cardstock runter, dann nehme ich mir ein Falzbein und falz beide Seiten noch einmal kräftig nach. Und somit habt ihr schon das Schaukelteil unserer Grundkarte fertig. Das ist eigentlich alles, was ihr da machen müsst. So, jetzt haben wir den kleinen Kreis und den möchten wir natürlich gestalten. Wie gesagt, ich habe mir einige kleine Panoramen ausgestanzt aus den vorher gezeigten Panoramen. Ich verlinke die euch wieder unter dem Video in der Infobox. Und jetzt wollen wir hier die Teile einmal kolorieren. Wie gesagt, ich benutze hier auch nur einen Blauton. Natürlich könnt ihr das auch farbig ausstanzen, dann braucht ihr das natürlich nicht kolorieren. Man könnte es aber auch in Weiß einfach aufkleben, das natürlich auch toll bei
Panoramastanzen. Wie gesagt, das ist jetzt meine Kreatividee für euch. Oder wie gesagt, man kann es auch in anderen Farben kolorieren. Je nachdem, worauf ihr Lust habt. So, und jetzt koloriere ich eigentlich nur das Wasser und bei dem kleinen Angler noch ein paar kleine Teile, die zu dem Angler gehören. Hier unten muss ich jetzt auch nicht drauf achten. Also da, der sitzt eigentlich auf so einem Holzteil, so ein Holzpoller. Da ich da aber das Boot davor setzen möchte, so als ob der Angler dann im Boot sitzt und angelt, ja, muss ich da jetzt nicht so genau arbeiten, da unten bei dem Wasser. Und habe da jetzt so ein Stück mit koloriert. So, der hat ein Cap auf oder ein Mützchen. Das setze ich farblich auch noch ein bisschen in Szene, damit die Figur nicht ganz so karg daherkommt. Und auch die Angel, der Stiel von der Angel, der wird nochmal etwas koloriert mit dem Blau, was ich hier verwende, damit das Ganze ein bisschen hübscher aussieht, wenn es dann auf der Karte ist. Ja, hier wieder ein bisschen Farbe abnehmen, war doch ein bisschen dunkel. So, jetzt kommt hier unser Boot. Ich finde es übrigens total toll. Dieses Boot kann man nicht nur für Trauerkarten nehmen, sondern eben auch wunderschön für maritime Karten. Und für jegliche Anlässe. So, und auch hier wird das Wasser koloriert. So, dann kommt das große Teil noch. Und zwar haben wir jetzt hier noch gleich das Teil aus der kleinen Stadt am Meer. Also die lege ich euch absolut ans Herz. Die ist so entzückend. Die ist wirklich wunderschön, wenn man die zusammenbaut. So, ich trockne jetzt hier alles nochmal ein bisschen nach, damit wir die Teile gleich übereinander setzen können und das Ganze verarbeiten können. Aber zuerst kommt hier das Teil von der kleinen Stadt am Meer. Und auch hier koloriere ich jetzt den Leuchtturm und die Häuschen mit etwas blauer Farbe. Also jetzt nicht alles, aber so ein bisschen muss das, soll das schon ja, ein bisschen auch zu dem anderen passen. Und deswegen kommt da auch ein bisschen Farbe mit drauf. So, und ihr seht ja hier schon, dass ich mir jetzt hier Teile ausgesucht habe, die verschiedene Höhen haben, sodass man wirklich ein wunderschönes Panorama erhält und na, die Karte auch so richtig ihre Wirkung entfalten kann. So, also eigentlich sind wir jetzt hier schon fertig. Wie gesagt, ich trockne das jetzt noch und dann können wir das Ganze auch schon auf unseren kleinen Kreis kleben und anordnen. So, hier die kleinen Fensterchen, die Stanzteile noch rausmachen und dann sind wir auch schon fertig. So, jetzt kommt unser kleiner Kreis. Als erstes kommt das höchste Teil natürlich in den Hintergrund und das ist die kleine Stadt am Meer. Die klebe ich einfach nur mit ein bisschen Tombow auf. Und hier seht ihr, dass auf diesen 8 cm Kreis die Panoramen super schön drauf passen, ohne dass es jetzt zu groß oder zu klein wäre.
Deswegen sage ich, sucht euch einen 8 cm großen Kreis aus und dann könnt ihr das wunderbar anordnen. So, die nächsten Teile setze ich jetzt immer mit Abstandspads auf die Szene, die wir erstellen wollen. Und als nächstes kommt hier unser kleiner Angler. Der ist etwas hinausgefahren und aufs Meer und möchte jetzt so ein bisschen angeln. Und damit diese Szene ein bisschen Dimension erhält, habe ich mich hier für Abstandspads entschieden. Ihr könnt es natürlich auch einfach nur aufkleben hintereinander. So, jetzt kommt das Bötchen und jetzt seht ihr, wie wunderschön dieses Boot jetzt davor passt. Und das sieht dann wirklich so aus, als ob der kleine Angler in dem Boot Platz genommen hat und aus dem Boot heraus seine Fische angelt. Und auch hier gebe ich 3D-Pads dahinter und klebe das Ganze jetzt hier so vor den Angler. Ich zeige euch das Ganze dann auch nochmal ein bisschen näher in der Kamera, wenn wir das Ganze fertig haben. So, jetzt kommen die zwei süßen kleinen Entchen. Ich finde die sowas von niedlich, ihr Lieben. Also ich glaube, das ist so ein Must-Have. Die muss man unbedingt haben, weil die kann man ja auch für alle möglichen Dinge verwenden. Ganz, ganz süß. Natürlich könnte man die jetzt noch anmalen in Gelb. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier farblich einfach ein bisschen zurückhaltender gemacht. Und jetzt seht ihr hier unsere niedliche Szene mal ganz nah. Und ich hoffe, euch gefällt die Kombinationsidee. Zwei kleine Wölkchen haben wir noch, die gehören zur kleinen Stadt am Meer. Da sind auch noch kleine Möwen dabei. Die habe ich jetzt mal weggelassen. Und fertig ist unser kleiner Aufleger für unsere Schaukelkarte. Also ich finde das total reizend. Und jetzt wird das Ganze natürlich auf eine Hälfte geklebt, und zwar auf die Vorderseite. Dazu gebt ihr einfach im unteren Viertel, also nicht ganz so weit nach oben gehen, ein bisschen Kleber drauf und dann klebt ihr das hier mittig auf euren großen gefalzten Kreis auf. Ihr könnt auch hinten noch mal gucken, ehe es fest ist, dass da kein Kleber rausschaut, und dann drückt ihr das einfach fest auf das Unterteil auf. Und somit ist eigentlich die Karte schon vollendet. Man könnte jetzt in die Karte noch etwas schreiben, wenn man das möchte. Und ich habe hier das Bundle Mini-Grüße benutzt und habe noch einen kleinen Spruch dazu gegeben. Die ganz lieben Grüße. Und da sind auch Outline-Stanzen dabei. Das heißt, ihr könnt stempeln und ausstanzen. Das habe ich hier gemacht und habe das dann mit einem 3D-Streifen auf einen meerblauen Untergrund geklebt. Und den kleinen Spruch, den klebe ich jetzt einfach hier unter mein Panorama. Und fertig ist unsere erste Karte. Ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt die Kartenidee. Unsere kleine Schaukelkarte ist immer ein Hingucker, wenn man die verschenkt. Natürlich könnt ihr es auch mit anderen Panoramen machen, aber ich hoffe, ihr habt eine tolle Anregung gefunden, was ihr mit euren Panoramen machen könnt. Und ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Video mit dabei, wenn wir wieder mit Panoramen basteln. Bis dahin, alles Liebe!